In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man für diese Schaltung hier das Zeigerbild zeichnet. Wir haben hier einen Widerstand R1 und einen zweiten Widerstand R2 und zum Widerstand R1 in Reihe eine Induktivität L und zum Widerstand R2 in Reihe eine Kapazität C und diese beiden Zweige sind dann halt parallel geschaltet. Das, was man jetzt erstmal wissen muss, ist, dass an einem Widerstand eben der Stromzeiger in dem Zeigerbild und der Spannungszeiger in die gleiche Richtung zeigen, weil da gilt ja einfach USR mal I, die sind parallel, da gibt es keine Phasenverschiebung. An der Induktivität gilt U ist J Omega L mal I, also wenn der Stromzeiger in diese Richtung zeigt, dann zeigt die Spannung wegen des J in diese Richtung, ist um 90 Grad phasenverschoben, die Spannung eilt vor, der Strom eilt nach. An Induktivitäten die Ströme sich verspäten gegenüber der Spannung und an der Kapazität ist das genau andersrum. An Kapazitäten die Spannung sich verspäten, könnte man sagen. Also wenn der Strom in diese Richtung zeigt, dann ist die Spannung 1 durch J Omega C mal I und 1 durch J ist das gleiche wie minus J und minus J ist eben eine Phasendrehung um minus 90 Grad. So, und ja, damit, also das gilt jeweils an den einzelnen Bauelementen. Jetzt können wir natürlich uns mal überlegen, okay, wenn auf der linken Seite hier ein Strom I1 fließt, da male ich jetzt mal ein Zeigerbild erstmal nur für diese linke Seite und sage, okay, auf der linken Seite sieht es so aus, der Strom I1, den lasse ich jetzt mal auch vollkommen beliebig in diese Richtung zeigen. Und dann würde eben die Spannung, die über dem Widerstand R1 abfällt, die nenne ich mal UR1, die würde eben auch in diese Richtung zeigen, ne? Weil die muss ja parallel sein, haben wir gerade hier schon gehabt. Das ist das UR1. Und die Spannung, die zeichne ich jetzt mal in Rot ein, die über der Induktivität abfällt, die muss ja jetzt... Das ist der gleiche Strom I1, der hier durchfließt, die muss natürlich dann in diesem Zeigerbild hier nach oben zeigen. Und ich zeichne die jetzt mal vollkommen beliebig etwas länger ein, weil wir wissen ja nicht, wie groß R1 ist und wie groß das Omega L ist, aber das wäre eben UL. So, und jetzt müssen diese beiden Spannungen, die müssen natürlich zusammen die Gesamtspannung ergeben. Laut Maschensatz, diese beiden Spannungen addiert, müssen die Gesamtspannung, die nenne ich einfach mal U, ergeben. So, und das ist halt hier die Addition dieser beiden Zeiger, das ist die Spannung U. So, und diese Spannung U, die muss natürlich ja auch auf der anderen Seite über dem anderen Zweig gesamt abfallen. Für den anderen Zweig machen wir jetzt aber auch mal ein eigenes Zeigerbild, dafür nehme ich diese Farben hier drüben. Da haben wir hier den Strom I2. Und den lasse ich auch mal wieder vollkommen beliebig in diese Richtung zeigen. Ich zeichne ihn mal ein bisschen höher ein. Das ist der Strom I2 auf der rechten Seite. Und der erzeugt jetzt natürlich einen Spannungsabfall UR2 über diesen Widerstand. Und dieser Spannungsabfall ist natürlich parallel zu diesem Strom. Zeigt wieder in die gleiche Richtung. Das ist UR2. Und es gibt einen weiteren Spannungsabfall über der Kapazität, UC. Und diese Spannung, die muss nach unten zeigen, weil das sagt uns dieses kleine Zeigerbild hier. Und die male ich jetzt auch mal wieder etwas länger ein. Das ist die Spannung UC. Und diese beiden Spannungen zusammen, die müssen natürlich wieder die gleiche graue Gesamtspannung U ergeben. Also die beiden Zeiger einfach grafisch addiert, müssen wieder die Gesamtspannung U ergeben. So, und dann zeichne ich nochmal ein, hier gibt es eben jeweils diesen rechten Winkel zwischen diesen beiden Spannungszeigern und hier gibt es diesen rechten Winkel zwischen diesen beiden Spannungszeigern. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch, das ist ja sozusagen das Teilzeigerbild für den linken Teil der Schaltung, das ist das Teilzeigerbild für den rechten Teil der Schaltung. Irgendwie müssen wir jetzt diese beiden Zeigerbilder zusammenbringen. Naja, und wie schaffen wir das? Wir müssen die halt so zeichnen, dass die beiden Spannungen U jeweils gleich sind. Also könnte man sich vorstellen, ich nehme dieses Zeigerbild und drehe das so ein bisschen nach unten, ne, dass zum Beispiel die Gesamtspannung U halt
waagerecht liegt und nach rechts zeigt. Und das gleiche mache ich hier, bloß hier drehe ich das so ein bisschen hoch. Und das mache ich jetzt einfach mal. Zeichne mal in Grau und ein bisschen größer hier unten diese Gesamtspannung ein. Das soll diese Gesamtspannung U sein. So, und jetzt muss eben wieder die blaue Spannung und die rote Spannung, die müssen hier unten so dran liegen und die müssen in einem rechten Winkel zueinander stehen und jeweils diese Gesamtspannung erzeugen. Und genauso muss die hellblaue Spannung und diese lila Spannung für UR2 und C, die müssen hier oben so dran liegen. Die müssen auch jeweils in diesem rechten Winkel zueinander stehen und müssen natürlich auch gemeinsam die Gesamtspannung erzeugen. Und jetzt kann man da so ein bisschen geometrisch drüber nachdenken, über dieses Problem und stellt fest, man braucht eigentlich sowas wie einen Kreis hier rum. Kreise sind von Hand immer irrsinnig schwierig zu zeichnen, aber ich probiere es mal. Wir können uns vorstellen, das ist ein Kreis, das soll ein Kreis sein. Und was nützt uns jetzt dieser Kreis? Es gibt so eine Idee eines Thaleskreises. Und zwar, egal wo ich jetzt hier einen Strahl oder eine Linie auf den Kreis und zur anderen Seite dieses Durchmessers zeichne, der Winkel ist immer 90 Grad. Und das sichert uns diese 90 Grad. Weil wir wissen ja nicht so richtig, wie lang die halt sind. Also das könnte jetzt so aussehen, dass, ich zeichne das mal so ähnlich wie da oben, also das UR1 relativ kurz. Das ist die Spannung UR1. Und die Spannung UL ist jetzt eben senkrecht da drauf und das sichert uns dieser Kreis, dass hier unten es einen rechten Winkel gibt an dieser Stelle und dass die Spannung UR und UL zusammen genau die Gesamtspannung U ergeben. So, und das gleiche kann ich jetzt noch auf der anderen Seite machen. Also auch wieder irgendwie relativ kurz die Spannung UR2 und dann ein bisschen länger in lila die Spannung UC. So, und auch die, hier oben könnte mein Kreis ein bisschen runder sein. Natürlich sollte es auch hier. Und wenn man das mit einem Zirkel und so vernünftig zeichnet, dann gibt es auch hier einen rechten Winkel. Also auch diese beiden Spannungen stehen senkrecht aufeinander, ergeben zusammen die Spannung U. Und das könnte jetzt natürlich auch ein bisschen anders aussehen. Also ich zeichne hier unten mal so andere Varianten ein. Wenn der Widerstand R1 größer wird und zum Beispiel genauso groß ist wie der Blindwiderstand Omega L dieser Induktivität, dann müssten wir das hier genauso in der Mitte treffen, da müssten die genau gleich lang sein. Hier müsste ein 45 Grad Winkel sein, hier ein 45 Grad Winkel und hier unten natürlich auch ein 90 Grad Winkel. Und wenn der Widerstand R1 jetzt immer größer wird, dann wandert das immer weiter hier rüber, die Spannung UR1 und dann wird dementsprechend auch die Spannung UL immer kleiner. Ja, und nichtsdestotrotz ist zwischen diesen beiden Spannungen immer ein Winkel von 90 Grad. Das sichert uns dieser Kreis, dieser Thaleskreis, weil Winkel unter so einem Halbkreis sind immer rechte Winkel, das sagt der Satz des Thales. So, und jetzt kann man vielleicht als letztes einfach noch die beiden Ströme einzeichnen und sagen, der Strom I1 in dem linken Zweig, der muss ja in die gleiche Richtung fließen wie das UR1, also hier unten. Und das hängt jetzt natürlich davon ab, wie lang dieser Strom ist, wie lang der Stromzeiger ist, davon wie groß ist dieser Widerstand. Aber das wäre der Strom I1, weil am Widerstand müssen die wieder parallel sein. Genauso auf dieser Seite muss der Strom I2, der muss natürlich auch parallel sein zu dem UR2. Der müsste dann eben in diese Richtung zeigen und das macht er auch. Und den zeichne ich jetzt mal ein bisschen länger ein. Das ist der Strom I2. Und jetzt könnten wir noch die beiden Ströme eben zusammen addieren, um auf den Gesamtstrom zu kommen. Den nenne ich mal einfach I. Und um jetzt grafisch auf diesen Gesamtstrom zu kommen, müsste ich jetzt zum Beispiel eben diesen Zeiger hier an das Ende von diesem Rand zeichnen, so eine Parallelverschiebung machen
oder eben diesen dunkelgrünen Zeiger für I1 an das Ende von I2 anzeichnen. Und dann ist die Addition von den beiden das hier, das wäre jetzt der Gesamtstrom I in dieser Schaltung. So, und damit ja, rein qualitativ, es waren ja keine Zahlenwerte gegeben für die Widerstände, für die Kapazität und die Induktivität und für die Frequenz, aber rein qualitativ würde das Zeigerbild dieser Schaltung so aussehen, und das, was einem eben bei der Konstruktion hilft, ist dieser Taleskreis.